Niemand hat die Absicht, jemanden nur wegen Fußnoten durchfallen zu lassen. Dass Sie Walter Ulbricht nicht glauben sollten, wenn er einen Satz sagt, der mit den Worten »Niemand hat die Absicht« beginnt, wissen Sie schon. In Wirklichkeit kann es also durchaus sein, dass Sie durch eine Hausarbeit wegen fehlender oder fehlerhafter Fußnoten und fehlerhafter Belege für ein Zitat durchfallen. Sie wissen vielleicht auch aus der Presse, dass es Politikerinnen und Politiker gab, die hohe Staatsämter verloren haben, weil in ihrer Doktorarbeit Fußnoten fehlten und Übernahmen nicht richtig nachgewiesen waren, Stichwort Plagiatsaffären. Sie sollten deswegen Fußnoten von Anfang an richtig und regelkonform setzen. Warum sind Fußnoten so wichtig? Fußnoten erfüllen in einer wissenschaftlichen Arbeit verschiedene Funktionen. Zunächst mal zeigen sie, wo ein bestimmter Gedanke herkommt. Das bedeutet einerseits, dass sich der Autor der Arbeit, in der die Fußnote steht, nicht mit fremden Federn schmückt. Wenn Sie also eine kluge Aussage, ein kluges Argument in Ihrer Hausarbeit schreiben, das Sie sich nicht selbst ausgedacht haben, sondern das Sie aus der Literatur übernommen haben, müssen Sie das in der Fußnote nachweisen, damit Sie zu erkennen geben, dass dies eben nicht Ihre eigene Erfindung war, sondern eine Idee aus der Literatur. Umgekehrt kann es ja auch sein, dass das, was Sie schreiben, der Korrektorin oder dem Korrektor gar nicht so klug vorkommt, dass er sich fragt, wer hat denn diesen Unsinn sich ausgedacht, dann sichern Sie sich mit der Fußnote ab. Sie zeigen, dies ist nicht eine Schnapsidee, auf die ich selbst gekommen bin, sondern dies ist eine Auffassung, die in der wissenschaftlichen Literatur vertreten wird und mit der man sich deshalb auseinandersetzen muss. Außerdem haben Fußnoten die Funktion zu zeigen, dass sie die relevante Literatur zu ihrem Thema durchgesehen haben und sich mit allem auseinandergesetzt haben, was für ihr Thema relevant war. Wenn ein wichtiges Werk, ein wichtiger Kommentar, ein wichtiges Lehrbuch oder eine Monographie zu Ihrem Thema im Literaturverzeichnis fehlt, weil es auch in den Fußnoten nicht vorkommt, das Literaturverzeichnis darf ja nur die Literatur enthalten, die auch in den Fußnoten zitiert wird, dann bedeutet das, dass Sie nicht sorgfältig gearbeitet haben, die wissenschaftliche Literatur eben nicht hinreichend ausgewertet haben. Und schließlich dienen Fußnoten der Leserin oder dem Leser dazu, zu einem interessanten Thema weiterführende Literatur zu finden. Das wird jetzt weniger die Funktion der Fußnoten in Ihrer Hausarbeit sein, weil man eine Hausarbeit aus den Anfangssemestern meistens nicht liest, um sich über ein Thema zu informieren. Sie können aber selber die Fußnoten, die Sie finden, in Ihren Quellen so verwenden. Wenn Sie also in einem Kommentar zum Thema nachlesen, finden Sie in den Fußnoten Hinweise auf relevante Urteile, Aufsätze, Dissertationen für Ihr Thema und diesen Verweisen sollten Sie nachgehen. Für das Setzen von Fußnoten gibt es zwei wichtige Regeln. Die erste lautet, wenn man einen Gedanken aus der Literatur übernimmt, muss man die Quelle nachweisen. Ich zeige das hier an einem älteren Buch, damit ich nicht in die Gefahr komme, dass dieses Video von einem juristischen Verlag mit einem Urheberrechtsstreik belegt wird. Meistens werden Sie ja mit moderner Literatur arbeiten, das sollen Sie auch. Sie sollen aktuelle Literatur verwenden, aber wenn Sie über § 313 BGB, den Wegfall der Geschäftsgrundlage, schreiben, dann ist es immerhin denkbar, dass Sie zurückgehen bis auf das Buch von Paul Ortmann, mit dem er vor über 100 Jahren diese Lehre begründet hat und auf dessen Grundlage dann auch § 313 viel später erst ins Gesetz aufgenommen wurde. Dann könnten Sie dem Buch von Paul Ortmann die Aussage entnehmen, dass zwischen der Geschäftsgrundlage, wie er sie versteht, und dem Motiv, aus dem jemand ein Rechtsgeschäft abschließt, ein großer Unterschied besteht. Das Motiv ist ja normalerweise unbeachtlich. Der Motivirrtum berechtigt nicht zur Anfechtung. Das Fehlen der Geschäftsgrundlage hat dagegen nach § 313 BGB Rechtsfolgen. Diese Aussage und eine Erklärung dazu finden Sie bei Ortmann. Sie könnten also in Ihre Hausarbeit schreiben, nach Auffassung Ortmanns lässt sich die Geschäftsgrundlage scharf vom bloßen Motiv eines Rechtsgeschäfts abgrenzen. Dazu müssen Sie jetzt eine Quelle angeben. Das machen Sie, indem Sie ans Ende des Satzes eine Fußnote einfügen. Und in diese Fußnote schreiben Sie die Quelle hinein, das heißt das Buch, den Buchtitel in verkürzter Form. Die ausführlichen Daten stehen dann im Literaturverzeichnis und die Seitenzahl, auf der diese Aussage zu finden ist. Wenn Sie einen Schreibfehler sehen, korrigieren Sie den natürlich und dann haben Sie Ihrer Pflicht zum Setzen der Fußnote Genüge getan. Die zweite Regel lautet, wenn man wörtlich eine Passage aus der Literatur übernimmt, dann muss man auch eine Fußnote setzen, dann genügt die Fußnote allein aber nicht.
Dafür habe ich hier ein Beispiel vorbereitet. Nehmen wir an, Sie wollten aus Ortmanns Buch die Definition für Geschäftsgrundlage zitieren, weil sie so wichtig ist. Dann könnten Sie schreiben, Ortmann definiert die Geschäftsgrundlage als die beim Geschäftsabschluss zutage getretene und vom etwaigen Gegner in ihrer Bedeutsamkeit erkannte und nicht beanstandete Vorstellung eines Beteiligten vom Sein oder dem Eintritt gewisser Umstände, auf deren Grundlage der Geschäftswille sich aufbaut. Auch hier gehört nun unbedingt eine Fußnote ans Ende. In der Fußnote schreiben Sie wieder das Werk und die Seite, auf der sich diese Definition findet. Die Fußnote allein genügt aber in diesem Fall nicht, sondern wichtig ist, dass Sie unbedingt in diesem Fall auch Anführungszeichen setzen, am Anfang und am Ende des wörtlichen Zitats, damit der Leser sieht, dies ist nicht nur ein Gedanke, den ich von Ortmann übernommen habe, sondern ich habe seine Worte übernommen. Das wird sehr oft falsch gemacht. Merken Sie sich das unbedingt. Eine Fußnote sagt nur, ich habe den Gedankengang übernommen. Wenn Sie wörtlich abschreiben, müssen Sie das in Anführungszeichen setzen. Wörtlich abschreiben sollten Sie in einer Hausarbeit auch nur sehr wichtige, prägnante Passagen aus der Literatur oder aus einem Gerichtsurteil. Im Wesentlichen sollen Sie mit eigenen Worten formulieren. Deswegen sollten Sie von der Möglichkeit, ein wörtliches Zitat einzubauen, nur selten Gebrauch machen. Aber noch wichtiger, wenn Sie ein wörtliches Zitat bringen, setzen Sie unbedingt Anführungszeichen und eine Fußnote. Wenn Sie das versäumen, kann das einen Täuschungsversuch darstellen und dann sind Sie allemal durchgefallen. Wenn Sie alles richtig machen, dann sind Sie auf der sicheren Seite und dann werden die Fußnoten den wissenschaftlichen Charakter Ihrer Arbeit noch verbessern. So viel für heute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Tipp.